Ja, hu, hier wieder beim Koali und bei The Secret World. So, wir sind hier in dem Orochi-Komplex. Der war nur um die Ecke, deswegen habe ich euch das jetzt erspart. So, hier haben wir eben auch schon irgendwas auf dem Boden aufgenommen. Hier die Wonnen. Und wir dürfen uns hier von niemandem sehen lassen. Sneaky, sneaky, das ist ja total meine Spezialität. So, ich will direkt einen Soda nehmen. Lecker, lecker. Und werden direkt gesehen. Ganz toll. Fängt schon gut an. Das werden wir, glaube ich, jetzt noch öfter haben hier. So. Da ist der Rochi-Arbeiter. Der muss jetzt wieder weg. Ne? Wo läufst du denn hin? Geh weg. Ah, da kommt eine Drohne. Vorsicht. Was ist denn der komische Arbeiter? Der ist da. Läuft jetzt noch da. Ich muss da hinten auch noch rein, wo der jetzt gerade hinläuft. Ist auch noch eine Drohne. Ganz schön eklig. Jetzt vielleicht durch, hinter der Drohne her. Schnell, schnell, schnell an der Drohne vorbei. Jawohl, hier sind wir durch. Perfekt. Okay. Hier sind zweimal Drohnen. Wir müssen wohl geradeaus durch. Wir müssen uns hier verstecken, damit die Drohne vorbeifliegt. Oh, die fliegt da hinten rum. Oder dreht die jetzt gleich wieder um? Bei unserem Glück schon. Nee, macht sie nicht. Okay. Serverraum. Okay. Hier können wir rüber. Hier runter. Gut, dass ich Terra-Training hatte. So, kann man den hier? Nee, kann man nichts kaputt machen, leider. Hüpf. Zum Sicherungskasten. Sehr schön. Und jetzt auf den Computer zugreifen. Mal die Keycard. So. Zap. Akten aus dem Labor beschaffen. Ist klar, müssen wir jetzt wieder raus. What? Da kommt wieder die Drohne. Da komm, fahr vorbei, du blöde Drohne. Alles klar, Drohne ist vorbei. So. Hier ist das Labor noch nicht. Anscheinend. Hier ein Brief. Keycard des Leiters. Ich habe mir nebenbei den zweiten Bildschirm offen und schaue ich doch mal, wie man die am besten kriegt. Okay. Wir müssen noch einen Stockwerk höher. Fährt die jetzt nicht gleich zurück, die Scheißdrohne da? Jo, jetzt kommt zurück.
Okay, hier wieder durch. Laufen, 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 laufen und ein Stockwerk nach oben. So, haben wir hier auch Drohnen. Hier ist nur eine Drohne. Ist klar. Schnell hier rein. Okay. Leiter aus seinem Büro locken. Müssen wir wieder nach unten, ne? Jedenfalls sagt mir das meine Lösung so. Einmal schnell. Wow, da kommt die Drohne wieder. Nervig. Wir müssen auf die andere Seite. Na, du doofe Drohne, hau ab. So, jetzt geht sie dahin. Komm, verpiss dich. Ja, genau. So, hier rein. So, hier kommen wir rein und können uns hier einen Zaboom holen. Ist hier sonst noch irgendwas Tolles? Wissen oder so? Sieht nicht danach aus. Hier hinter den Sachen? Nee. Schade, schade. So, was machen wir jetzt mit dem Zaboom? Da gehen wir wieder geradeaus durch. Auf die andere Seite. Wo ist die scheiß Drohne? Da hinten. Alles klar. Hier ist der Serverraum. Na, Drohne. Weiter da geradeaus kommen. Hopp, hopp. Ja, brav. Brave Drohne. So, einmal hier durch. So, alles klar. So. Hier gibt es eine Mikrowelle. So. Oh, Explosion. Kaboom. Oh oh. Okay. Da ist das Treppenhaus, da muss ich hin. Oh oh, da laufen sie. Wow, wie soll ich denn jetzt da hinkommen? Nein. Shit. Fuck. Hier ist wenigstens keiner mehr. Okay, jetzt ganz nach oben. Hup. Hup. Und hier noch Wachen. Hier ist nur die Drohne. Ist klar. Schnell hier rein. Wo ist die Keycard? Da hinten auf dem Boden. Alles klar.
Jetzt wieder in den zweiten Flur. Oder erstmal zum Boden gepuncht werden. So. Hier durch. Ach man, die konnte mich in die Scheißdrohne jetzt hier erwischen. Nervig. Nervig. So. Zweiter Stock. Okay. Ich muss genau dahin, wo die scheiß Wache steht. Ich stehe Gott sei Dank mit dem Gesicht zur anderen Seite. So, hier lang. Hier rein. Wow, fuck! Da ist ja auch einer drin. So, second floor. Fahr weiter, du blöde Drohne, komm. Jetzt ist die Drohne da ganz hinten. Jetzt dreht sie wieder um. Ist klar, jetzt kommen wir hier durch. Hier rein, uns hier verstecken. Der Typ passt Gott sei Dank nicht auf. So, die Drohne ist vorbei. Schnell hier rein. Nein! Puh. Komm hier nicht rein. Büro des Leiters zurückkehren. Man konnte durch, sehr gut. Uah. Büro des Leiters ist oben. Ich mag solche Quests überhaupt nicht. Ach, jetzt muss ich die Karte wieder aufnehmen. Oh, nee. Keycard vom Leiter. Okay, ein Zugang zum Labor. Nein! Oh, nein. Nervige Quest. Zum Büro des Leiters zurückkehren. Jetzt habe ich das eben ja alles ganz umsonst gemacht, wa? So, kotzen. So. Ziel erreicht. Keycard des Leiters stehlen. Zum Labor. So, jetzt war da draußen so ein Typi, ne? Okay.
finden. So. Nach hier. Jetzt müssen wir nach rechts. Dreh um, du Scheißding. Sehr gut. Nein, ach scheiße, das ist die Wache. Ah, da war ja was. Verdammt. Ist doch wieder nach links rum. Hau ab, du Drohne! War risky, aber gut. Ah, der Timer ist jetzt natürlich scheiße. Sind beide Drohnen hier vorne? Jetzt kommt ihn zurück. Du fahr weg, du scheiß Drohne. Weiter. Sehr schön. Und rein. Okay. Rein hier. Akte. Alles klar, aus dem Komplex entkommen, ohne geschnappt zu werden. Das könnte ein Problem geben. Hup. Oder auch nicht. Boah. Okay. Puh. Alles klar. Jetzt müssen wir den Typi finden. Kang Jae-jin. Nein. Hier. Ah, ist eine Frau. Morninglight가 사람들을 속이고 있어요. 점점 나빠지고 있죠. 하지만 오로치는 달라요. 정말 능력이 있는 걸 직접 봤거든요. 우리 청소년단을 데려간 테스트 클리닉은 사도 바울은 티모테오에게 보낸 글에서 고통을 통해 구원받을 거라 했어요. 우리는 기꺼이 받아들여야 하죠. 하지만 아직 다 성장하지 못했다면 당신은 어떻게? 부탁할 곳은 드래곤밖에 없었다는 걸 알아줘요. 청소년단 아이들이 실종됐다는 걸 경찰에게 알렸지만 조금도 신경 쓰지 않더군요. 사람들이 사라졌다고요. 정부는 모닝라이트를 쫓아내고 오로치를 무서워해요. 그들은 아무것도 할 수 없어요. 하지만 드래곤은 문을 열었어요. 저는 문 안쪽을 보기가 두려웠죠. 그들은 저를 어떤 것으로 이끌었고 그리고 모든 게 혼란스러워요. 교회에 있을 때 도와준 사람을 보내준다고 했는데 교회에서도 뭔가 다른 일이 생겼어요. 내 손을 잡고 가까이 끌어당긴 다음 뭐라고 했는지 알아요? 엠마가 고민형을 찾는다. 어, 주여, 어찌하면 좋을까요?
Okay, strange. Strange, strange. So, gehen wir einmal hier rum. Ist das überhaupt der richtige Weg? Nein, natürlich nicht. Orientierung gleich 0. Hier runter. Das sieht schon besser aus. Wieder zur Chefin zurück. Sie ist gar nicht da. Warum waren die Türen versperrt? Was hat er gesagt? Hat er was gesagt? Die Drachen erzeugen Wellen. Jedes Wort hat enorme Nachwirkungen. Sie begreifen die wahre Macht der Drachen nicht. Überhaupt nicht. Es ist Zeit, einen Gang hochzuschalten. Es gibt einfach zu viele Unbekannte, zu viele unberücksichtigte Zufallsfaktoren. Wir müssen etwas Ordnung ins Chaos bringen. Wir müssen den Sturm beherrschen. Wir müssen wieder gefährlicher werden. Wenn der Drache atmet, zittern alle anderen, ohne zu wissen, warum. Wir sind die unsichtbare Hand, die das vergiftete Messer führt. Wir sind nicht die Templer. Wir interessieren uns nicht für Tradition oder Ehre. Wir sind nicht die Illuminaten. Reichtum und Macht sind uns gleichgültig. Wir sind so viel mehr als sie. Und jetzt dieser Vampirkreuzzug. Er ist nicht die Ursache, sondern lediglich das Resultat. Etwas geschieht in den Bergen der Karpaten. Ereignisse laufen zusammen. Ob Vampirköniginnen dahinter stecken oder abtrünnige Orochis, ist für uns ohne Belang. Etwas zieht am Gefüge des Universums. Etwas erschüttert die Grundfesten der Erde. Das ist unsere Aufgabe. Wir übernehmen. Chaostheorie ist nicht bloß Beobachtung. Wir müssen aktiv werden, damit sich das Chaos unserem Willen beugt. Okay. Durch Agatha ins belagerte Farmland reisen. Das werden wir dann mal schnell machen. Und dann gehen wir auch zurück nach Ägypten und machen mit unseren Kumpels die Instanz noch. Und die fehlt uns ja auch hier. Müssen wir mal gucken, wie komme ich jetzt am schnellsten in das belagerte Farmland? Ich meine, links rum hier geht es am schnellsten. So, hier unten hin. What? Zack. Und dann ist hier ein Tunnel. Oh, ihr ist Wissen. Das nehmen wir doch. Nein! Nein, nein, nein. Ich will das Wissen. Mal zurück. Gebt mir das Wissen. Wo ist das? Wo ist das? Wo ist es? Da. Ein bisschen näher. Das war so klar. Okay. Der Kampf mit dem Wissen. Jetzt kann man es benutzen. Yay. So.
Ja, super. Und jetzt funktioniert der Teleport nicht mehr. Der hat sich auch gedacht, jetzt bist du ja schon so oft durchgesprungen, jetzt teleportiere ich dich auch nicht mehr. So. Ins belagerte Farmland. Hier sind erst die letzten Ausläufer von Transsilvanien. Wow! Tja, den muss ich ja auch wissen. Nope. Okay. Und zack, sind wir im belagerten Farmland. So, und dann reisen wir mal auch schnell dahin. Dann kriegt ihr schon den ersten Eindruck von Transsilvanien mit in dieser Folge. Yay. Wir sind auch fast an der 30-Minuten-Marke. Und deswegen würde ich sagen, entlasse ich euch mit diesem schönen Blick auf Agatha in die nächste Folge, wenn wir dann versuchen, in Ägypten ein paar Instanzen zu meistern. Bis dahin, have fun, euer Koali. Tschüss!